Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und heute sprechen wir über das Thema Andienung von Optionen. Gab es das nicht erst? Jawohl, da gab es ein Video und der Marcel hat eine Frage dazu gestellt. Und ich weiß, dass viele hier im Kanal sagen, mit diesen Basics, das kenne ich doch alles schon. Ne? Ich bekomme aber so viele E-Mails und so viele Nachfragen zu, wo jetzt manche sagen würden, simplen Dingen. Aber hey, wenn man die simplen Dinge nicht versteht, kann man ja auch das andere nicht verstehen. Und deswegen gibt es also heute nochmal ein Video hier zu dieser Frage. Und zwar geht es eben um Andienung von Puts und Calls in Geld, wenn man das Geld nicht hat und so weiter und so fort. Und das machen wir jetzt alles hier in diesem Video. Also, der Marcel hat eine Frage gestellt. Und ich blende die euch auch mal hier ein. Das war also, wie gesagt, von dem Video Ausübung von Optionen. Und er hat hier gefragt, Frage Nummer 1. Was ist, wenn ich einen Put gekauft habe, der am Ende in the money ist, ich die Aktien aber gar nicht besitze? Werden mir die Aktien dann short eingebucht? So, okay. Also, machen wir Folgendes. Was hat er also gemacht? Er hat gesagt, er kauft einen Put. Er ist also long. Put. So. Und dieser Put ist am Ende in the money. Und jetzt gleich mal ein Tipp von mir für euch. Immer wenn ihr euch diese Fragen stellt, also was passiert mit dieser Position, was passiert mit jeder Position im Optionsmarkt, dann müsst ihr euch immer zwei Dinge bewusst machen. Optionen, da gibt es Rechte und da gibt es Pflichten. Das Recht hat immer der Käufer. Also jeder Käufer einer Option hat ein Recht. Und jeder Verkäufer einer Option kann entsprechend, weil er ja die Prämie bekommen hat, in die Pflicht genommen werden. So, und wenn er also jetzt hier gekauft hat, er hat also Geld aufgenommen, hat er ein Recht. So, wenn er einen Put gekauft hat, hat er immer das Recht zu verkaufen. Ne? Er hat immer das Recht zu verkaufen. Und das bedeutet also, machen wir das mal noch hierher, Recht zu verkaufen. Und was passiert denn jetzt, wenn dieser Put ETM ist, also in the money, und er hat die Aktien nicht? Ja, dann kann er ja nichts verkaufen, weil er es nichts hat. Und dann passiert tatsächlich eins, dass er diese Aktien short ins Depot eingebucht bekommt, wenn sein Broker das zulässt. Ja? Das heißt also, du hast dann hier minus 100 Stück der Aktien. Es gibt natürlich auch Instrumente, wo Cash gesettelt wird. Also das ist jetzt mal auf Aktien bezogen beim Future. Wie wäre es beim Future? Ne? Wird es halt im Future dann entsprechend kommen. Und es gibt aber natürlich auch Produkte, die Cash gesettelt werden. Zum Beispiel, wenn du Indexoptionen handelst, wo gar nichts angedient werden kann, dann wird Cash gesettelt. Ansonsten bekommst du das hier Cash, beziehungsweise 100 Stück hier einfach bei Aktien, beim Future halt einen ins Depot gebucht. Ne? Und es kann zum Beispiel Sinn machen. Wir hatten kürzlich ja erst ein Video, mein Markt 2019, VXXB, und da gibt es zum Beispiel eine Strategie, das haben wir jetzt bei uns im Helpdesk besprochen, habe ich das kurz erklärt, auch an Zahlen mal gezeigt, was momentan auch in diesen Märkten passiert, dass eben jetzt beispielsweise Händler hergehen und kaufen tief im Geld liegende Puts, weil sie sagen, okay, zur Not lasse ich mir dann mal die Dinger halt entsprechend andienen. Okay, so, nächste Frage, die kommt auch nochmal von Marcel, und zwar: Was ist, wenn ich einen Call habe, der am Ende in the money ist, der Kauf allerdings meine finanziellen Mittel übersteigt? Zum Beispiel beim Cash-Konto. Gibt es hier einen Barausgleich, beziehungsweise kann ich diese manuell triggern? Also, er hat wieder einen Call gekauft. Er ist also long. Einen Call. So, das heißt, auch hier brauchen wir vielleicht mal eine andere Farbe, dass man ein bisschen auseinanderschreibt. Auch hier hat er wieder das Recht. Er hat wieder ein Recht, und zwar diesmal aber eben das Recht zu kaufen. So. Und jetzt ist seine Frage, was ist denn, wenn ich gar nicht genügend Geld habe? Und dann muss man sich überlegen, kann das überhaupt passieren? Und ja, das könnte passieren. Ne? Also das könnte passieren. Machen wir ein Beispiel. Du hast ein Cash-Konto. Und dieses Cash-Konto hat 10.000 Euro. Und du kaufst dir beispielsweise einen Call auf Amazon mit einem Strike von, keine Ahnung, 1.200, sagen wir mal. Okay, 1.200. Das heißt, du bewegst hier
1200 mal 100, 120.000 Dollar. Und am Ende ist der im Geld. Du kannst aber nicht für 120.000 Dollar die Aktien übernehmen, weil du gar nicht so viel Geld hast. Und was passiert dann? Dann ist es tatsächlich so, dass einfach, dann musst du deinen Call verkaufen. Ich muss es ehrlich gestehen, ich habe selber schon seit Jahren kein Cash-Konto mehr gehabt, sondern immer nur Margin-Konten. Und ich gehe auch mal davon aus, dass IB oder dein Broker entsprechend würde dann einen Hinweis geben und sagen, hey, du kannst dich hier nicht, du kannst dich selber nicht andienen, deswegen musst du ganz einfach hier, oder du kannst nicht ausüben, ne? Immer wer Optionen hat, darf ja ausüben. Wer keine Optionen hat, also wer Short ist, kann nur angedient werden. Und das heißt, du bekommst wahrscheinlich eine E-Mail mit einem Hinweis, dass du hier deine Optionen verkaufen solltest vor dem Verfallstag. Ansonsten gibt es einfach nur einen Cash-Ausgleich. Ne? So, das heißt also, dir kann nichts passieren. Immer wenn du einen Call gekauft hast, der ist am Ende im Geld, kann es nicht passieren, dass dein ganzes Geld weg ist. Also, kannst du übrigens mit einem Call kaufen am Ende trotzdem verlieren, wenn er in the money ist? Na klar, wenn du einen in the money Call gekauft hast, da ist ja auch Zeitwert mit dabei und zum Beispiel, dann ist der Wert gesunken und der ist zwar immer noch in the money, aber nicht mehr so tief im Geld, wie du gekauft hast, dann kann es am Ende sein, dass du weniger verdient hast als am Anfang. Und deswegen macht es zum Beispiel auch bei Kauf von Optionen oftmals Sinn, mit Spreads zu arbeiten, ist aber ein anderes Thema. Kurz und knapp, mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Long Put im Geld, du hast das Recht zu verkaufen, du bekommst die Dinger Short eingebucht. Long im Geld, du hast das Recht zu kaufen. Wenn du das Geld nicht hast, dann erfolgt eben ein entsprechender Barausgleich, beziehungsweise da wäre es das Sinnvollste, einfach dann die Option kurz vor Schluss einfach zu verkaufen. Wenn auch ihr Fragen habt zum Optionshandel, ne, dann gibt es immer drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, das ist die einfachste, ihr schreibt mir Fragen hier unten in den Kommentar hier rein und ich versuche die dann aufzugreifen, hier für euch als Video zu verarbeiten. Möglichkeit Nummer 2, schaut euch mal unsere Online-Ausbildung an, Optionshandel für kleine Konten. Da sind mittlerweile, wir haben ja gesagt, wir machen da 50 Videos, jetzt sind es über 60 mittlerweile. Ne? Und es kommen immer noch mal wieder neue mit dazu. Oder aber kommt hier zu uns an die Akademie und lernt es von der Pike auf wirklich im Detail. All diese Möglichkeiten stehen euch frei, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie stark wollt ihr euch engagieren und wie viel Geld wollt ihr letztendlich auch in eure eigene Ausbildung investieren. Ansonsten danke fürs Zuschauen, danke für eure Fragen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.